Der feine Smackdown, Alter. Der Stein sieht aus wie ein Herz. Das ist ja wie ein Pokéball, wenn du wartest, ob der Kling macht und du gefangen. Echt zu schwer. Das kann nicht mein Schicksal sein. Klungo, befreie mich von diesem Stein. Die räumt immer noch, obwohl sie fast, naja, halbtot ist. Ich glaube, die ist schon halbtot. Die hat schon Zettel am Zeh. Die ist schon so leichenschaumäßig. Ah, wir haben den Final Bossfight Bravour bestanden. Sehr geil. Und die nächste Party. Oh, wo ist Mumbo? Ah, ich glaube, der hängt da oben im Baum, genau. Oh, da kommen die Kokosnüsse runter. Und hier eine etwas seltsame Anspielung. Guckt euch die Frau da an und was sie da trägt und wie sie es trägt und wie das aussieht und so. Die Melonen, die sehen etwas doppeldeutig aus. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Sehr geil. Ach ja, Bottles mampft seine Melone. Und wir haben unseren kühlen Drink, Mann. Yeah. Zeit zum Ausspannen, nicht wahr, Schwesterherz? Oh, klar, du und Kasui, ihr seid nun echte Helden. Na sicher, wir sind immer Helden. Hast du das gehört, Kurzer? Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Okay, du warst ganz gut, Kasui. Danke, Brennschlange. Ach, die haben sich gern. Genug jetzt. Lasst uns einen Blick auf den Abspann werfen. Oh nein, nicht schon wieder. Hatten wir schon. Ach, ja, jetzt ist meine Laune besser, Leute. Dingpot! Der komische Typ, in dem alles Mögliche gekocht wird. Ich glaube, jetzt ist es diesmal kein Charakter-View, sondern ein Gegner-View. Also, jetzt werden alle Gegner vorgestellt. Topper, die Möhre! Oh, wie geil. Das heißt Brawl, Mann. Super Smash Bros. Brawl. Kuliwobel. Geil. Dun, 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 dun. Was seid ihr denn? Quarry. Ja, ein Quader, wa? Naja, nicht wirklich. Ein Grundling. Naja, Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Ticker. Der vertickert dir was. Ja, die wollten doch mal eine Boxershorts und den Rucksack haben und so, ne? Big Bot. Was, großes Arschloch? Ja, ich wusste ja immer. Ein Gremlin. Die essen Gremlins. Und man soll sie nicht nach Mitternacht füttern, ne? Nein. Leaky? Die haben alle Namen, ey. Das geht ja gar nicht. Alles mit Y hinten, ne? Lock up. Little Lock up. Hey, aber da ist wenigstens Puzzleteil drin. Toll. Ah, die komischen Yum-Yums? Das sind Chinese. Die heißen doch alle Yum-Yums und so. Tudum. Ah, die Namen finde ich cool. Snippet. Snippet. Klingt wie Pokémon irgendwie. Ach, die komische Wasserminen. Oh, die fand ich so ekelhaft irgendwie. Oh, die hat als Kinder immer Angst gehabt, ey. Schon komisch. Ah ja, okay. Snacker. Ja, der will uns immer snacken. Er snackt uns richtig weg, Mann. Ah ja, von denen, ey. Okay, das fand ich einfach immer nur komisch grusig, dass der Fisch um die Luft auskotzen kann. Naja, egal. Also, Freunde, ich mach hier wieder einen Button, damit ihr den Abspann überspielen könnt. Oh, Grille Chomper. Grille? Sieht da nicht aus wie eine Grille, glaubt mir. Die Mutti Snippets. Smoothie. Ah, das ist ja mit S. Ach, diese Kummel. Was? Whiplash. Ich glaube, Whip ist Peitsche, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Muss ich raten. Kroktos. War doch kein Gegner, den haben wir doch gefressen, den haben wir gefüttert. Jetzt sonst ein Puzzleteil geflippet. Flippet. Oh, der hat ja Zwinkerprobleme. Oh mein Gott. Bossbomb. Naja, so bombastisch sieht er ja nicht aus. Ach ja, die Gegner finde ich schon cool irgendwie. Hä, das sind doch keine Gegner. The Tip-Top Core. Geil. Groggy. Und Socky. Die Namen. Das ist ja wie Tick, Tick und Track, Alter.
Und, oh ja, Moggy, genau. Ich erinnere mich noch an Banjo-Tooie, wie die drei da aussehen. Geil. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt nicht, weil es gibt ja viele, die überspringen jetzt wahrscheinlich den Abspann. Deswegen sage ich das erst nach dem Abspann. Bezüglich des Nachfolgers von Banjo-Kazooie. Die Twinkly-Munchers. Ah, und die Twinklies bestimmt dazu. Oh, nee. Oh, meine Hassgegner aus der 9. Welt. Sir Slush, lol. Chinka, die Name, wenn ihr die Bedeutung davon alle kennt oder was das für eine Andeutung sein soll. Meine, keine Ahnung. Ja, Jinxie, die habe ich auch kapiert. Gesundheit. Also, das Taschentuch habe ich jetzt aber nicht dabei in der Größe. The Ancient Ones, die antiken Einzelnen? Nee, Ones ist doch, oh, keine Ahnung. Grabber! Ja, so ein. Ich brauche auch einen Grabber, damit ich ja nicht Grabber-LPs machen kann. Da, 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 da. Scabby. Snarf. Da, da, da. Oh Gott. Slapper. Bam. Stone. Mum Mum. Oh, das ist auch ein Chinese. Ein mumifizierter Chinese. Histup. Okay, klar, warten wir noch. Ach, das Spiel, das fand ich so geil. Oh, Mad Monsters Mansion, ich liebe diese Welt. Portrait Chomper. Die Name ist das bekloppt. Tihi. Nein, die muss Buhu heißen. Ach nee, scheiße, das ist ein Super Mario. Limbo. Das sieht aber nicht so aus, ob er Limbo tanzen kann mit dem Schädel. Er fällt ja auch hinten um. Ripper. Jack the Ripper. Ach, die Steine finde ich lol. Nibbly. Alles mit Y, was soll denn die Kacke? Das ist halt Verniedlichung hier. Die Boombox und Knarks. Die Big Boss Boombox. Die explodiert aber gar nicht. Tja, scheiße, wa? Oh, die Grimlets. Die mag ich ja gar nicht. Ah, die Furzviecher. Die finde ich so geil. Die haben eine richtig schöne feuchte Aussprache. Der Seaman Goblin. Naja, auch nicht viel stärker. Chomp. Das erinnert mich gerade an Chunky Kong. Scheiße. Ach, ich denke schon wieder an ganz andere Spiele, die ich let's playen könnte. Oh mein Gott. Was? Snare Beer? Snare Beer? Bärenfalle? Keine Ahnung. Bier ist der Bär. Ah, Big Klang. Ne, Big Klacker einfach nur. The Zubats. Nein, ihr seid keine Zubats, Mann. Warum habt ihr alle eine Identitätskrise? Das ist doch total bescheuert. Ach, alles aus Pokémon und Mario geklaut. Glaubt mir. Der Grumblin. Der heißt Robin Hood, Mann. Ihr habt alle keine Ahnung. Whipquack. Was? Quack? Schon wieder so zweideutig, ey. Das ganze Spiel ist schon... Hey! Cheeto! Ach ja, Cheeto war schon cool. Ah, okay, wir haben uns den Abspann angeguckt und hier geht die Story weiter. Ja, und jetzt können wir noch einige Sachen sehen. Oh, da ist Mumbo. Hi, Typi, was suchst du da oben? Boah, wieder die Frau mit ihren Melonen. Naja, ihr wisst schon, ne? Psst, Mumbo hat geheime Bilder. Ey, yo, zeig, Alter. Geheime Bilder? Cool. Bilder zeigen Sachen, die ich verwende in nächstes Spiel. Was, du bist der Entwickler? Knochenkopf? Hast du das gehört, Kazooie? Sie machen noch ein Spiel mit uns. Yeah, man. Zeig uns deine Bilder, Knochenköpfchen. Ihr findet alle 100 Puzzleteile. Na, logisch, Mann. Wir sind Gangster. Oh, Bams. Klar haben wir Mumbo. Zeige uns deine Geheimnisse. Schaumschläger. Bilder zeigen Dinge, die ihr nix gefunden nehmen für neues Spiel. Banjo-Tooie. Ja, Freunde. Das wird der Nachfolger für mein Let's Play Banjo-Kazooie. Natürlich Banjo-Tooie im Anschlag. Ich weiß, es gibt noch so eine Art, naja, Zwischending, Game Boy Advance, aber ob ich das Let's Play, weiß ich noch nicht. Und deswegen mache ich so, wie ich es damals gespielt habe, den zweiten Teil. Warum heißt das neue Spiel nicht Banjo-Kazooie-Tooie? Ich bin ja wohl auch dabei. Neues Spiel wird absolut Hit.
ich euch zeigen gut Bilder. Schaut. Ja, das ist wirklich ein würdiger Nachfolger, finde ich. Ich finde das sogar eine Ecke interessanter als Banjo-Kazooie. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was für Grafikfehler. Erst finden Geheimnis am Strand. Oh Gott, Freunde, ihr seht schon seltsame Grafikfehler. Hoho, Mumbo, nichts verraten. Hoho. Okay, das andere ist... Wow, eine geheime Höhle. Meer und Vogel müssen klettern bis Spitze. Was erwartet uns dort, Schädeltrauma? Du warten und sehen, komisch Federvogel. Das sieht aber ziemlich hoch aus. Schluck. Keine Sorge, Banjo. Ich werde uns da schon hochbringen. Ah, hinaufbringen, okay. Die Grafikfehler sind ja mal drollig. Und alles in Vierecke. Wie geil. Und genau. Ein Ei. Toll, gibt's in jedem Supermarkt. Da muss ich nicht so hochklettern. Freunde, ihr seht schon, ich hoffe, euch stören die Grafikbugs nicht. Ihr kennt ja den Abspann bestimmt auch so. Nehme ich mal jedenfalls an. Und wenn nicht, naja, dann... Tut's mir leid. Nächstes Geheimnis in Kaltschnee finden. Das ist doch Wosas Höhle. Oh mein Gott, der wird uns gleich seine Schwanzblase entgegenbatschen und uns rausschmeißen. Wir waren hier schon einmal. Hey, was war das für ein seltsames Ei am Strand? Vogel, ruhig sein. Gucken auf Bild. Was soll das sein? Ein riesiger Eisschlüssel. Ich wüsste, wo ich den hinstecken würde. Iiii. Kazooie. Ach ja, diese Comedy. Ach, das ist so bescheuert eigentlich. Ey, hey, das ist neu, ich hab Noten vergessen. Anderes Geheimnis in heißer Wüste. Rinn in die Jüdestube. Lieber Mumbo, wofür benötigen wir die Eier und den Schlüssel? Mumbo nix sagen. Vogel immer böse zu Mumbo. Was da wohl drin ist? Noch so ein doofes Ei. Oh ja. Wow, tolle Bilder. Erzähl uns mehr. Mumbo nix verraten. Ihr findet heraus in Banjo-Tooie. Ja, Freunde, genau, denn seht ihr es. Was es mit den drei, vier geheimnisvollen Sachen da auf sich hat. Drei waren es jetzt, glaube ich, nur, ne? Und solange seht ihr, ja genau, da ist Captain Blubberblase mit seinem komischen Jetski da. Das ist auch schon wieder so ein Hintergrund für das zweite Spiel. Dieser Fels ist so schwer, aber es muss meine Herren retten. Ja, der Typ mit dem Sprachfehler. Naja, aber ich glaube erst im zweiten Spiel, hier steht es noch nicht, ne? Gefunden habt ihr alle Puzzleteile. Beim nächsten Mal, da gibt es keine. Von dir oder was? Na sicherlich. Da gibt's Knochenkeile. Schon mal ein Insider fürs zweite Spiel, Freunde. Also bis denn. Wir sehen uns im nächsten Let's Play, der Nachfolger. Banjo-Tooie. Genau. Also, Freunde. Oh, auch wieder das Intro. Also, Freunde, bis denn. Bis zum nächsten LP, Banjo-Tooie. Bis denn. Ciao.